Moin meine lieben Leute und willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Spiel, diesmal wieder für die Switch und Portal 2 ist erschienen für die Switch, was natürlich schon rein vom Ding her echt ein fantastisches, fantastischer Zug ist von Valve. Selbst obwohl sie ihr Steam Deck rausgebracht haben, versorgen sie trotzdem die Switch, finde ich ziemlich nobel von denen, hat was. Und was kann ich zu Portal 2 sagen? Gar nicht so viel, denn ich habe damals auf dem PC nur Portal 1 gespielt. Das heißt, ich habe gar nicht Portal 2 gespielt. Von daher kann ich gar nicht so viel zum zweiten Teil sagen. Aber wenn man sich die Kritiken anguckt, auf Metareview und auch auf Steam, ist es immer noch die unangefochtene Nummer 1. Deswegen macht das schon Sinn. Also der erste Teil war damals ja eher so ein Puzzlespiel, ein Rätselspiel mit diesen Portalen, die man machen konnte. Hat man halt verschiedene Lösungen gesucht, wie man da durchkommt am besten. Und durch verschiedene Räume und verschiedene Rätsel. Und dieses Portal, diese Portalwaffe hat dann halt geholfen. Und ja, das hat schon irrsinnig Spaß gemacht, weil man ja zum Schluss einen Kuchen bekommen hat. Ich habe es damals auf Englisch gespielt, ich glaube, es gibt es auch auf Deutsch, aber der versprochene Kuchen, der war ja nicht wirklich da. Naja, im Abspann war er schon da, aber nicht so richtig. Gut, es geht aber darum, eigentlich ging es im Portal darum, dass man sterben sollte. Also es war man ist ein Testobjekt und man sollte sterben in den verschiedenen Räumen. Und leider sind wir nicht gestorben, denn wir waren ziemlich gut und haben es natürlich geschafft. So, jetzt fangen wir einfach mal Portal auf der Switch an. Und was ich ziemlich cool finde, ist natürlich, dass man das überall mit hinnehmen kann. Ich spiele es jetzt aber hier an der Ladestation, also am Dock. Das heißt, ich kann die ganze Gyro-Mechanik, die Switch hat, kann ich hier jetzt nicht so ausnutzen. Ich weiß nicht, wie es mit meinem Pro-Controller ist, ob der die unterstützt. Müssen wir gleich mal gucken. So, gehen wir kurz Optionen rein. Okay, Audio-Video, was kann man da wohl zu machen? Texteinblendung mache ich nicht, denn das Spiel ist auf Deutsch. Legen wir doch einfach mal los. Ich bin gespannt, Einzelspieler. So, neues Spiel. Teil 1, Höflichkeitsbesuch. Fangen wir an. Mal sehen, wie sich das so mit den Ladezyklen hier hält. Bin ein bisschen gespannt. Kacke, jetzt habe ich auch noch einen Karamell im Mund, aber Ladezeit wird eh dauern. Also von daher. Ja, schreibt euch mal in die Kommentare, ob ihr das damals gespielt habt, Portal 1. Das war ja eigentlich nur so ein Übungsding, aber das war ein echter Hit. Und kein Wunder, im zweiten Teil nachgeschoben. Ich glaube, der zweite hat aber eine richtige Geschichte. Hatte der erste Teil nicht so richtig. So. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Okay. Oh, sehr flüssig. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Okay. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Bogen. Oder? Gut. Perfekt. Damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. Oh, super. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Oh, das ist Gemälde. Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, das ist Kunst, vor allem. Okay. Ich bewundere Sie. Welche schöne Kunst. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Zum Bett? Okay. Schlafen, okay. Ja. Das war eine schöne Morgengymnastik. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9, 9. Wir möchten Sie darüber informieren. Okay, hallo, jetzt sieht es nicht mehr so schön aus. Hallo? Alle Tests machst du? Furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Okay, alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hol uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Warum? Okay. Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? Ja. Wo bin ich hier?
Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Okay. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn natürlich. Ja, dann sag einfach ja. Achso, kann man sprechen? Okay. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Okay, ist ganz anders als beim ersten Teil. Letzten Teil gab es sowas nicht. Aber ich habe ja schon ganz schön lange geschlafen, wenn ich mir das Zimmer angucke. Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Oh. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Naja, die Reserveenergie ist alle. Und darum deckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Okay. Sagt natürlich keiner was. Was macht er denn da? Warum auch? Ich bin ja unwichtig. Warum sollte man nicht auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Und die ganzen Zimmer an da. Oh, tja, das echt ist viele eng. Testsubjekte. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, oh Gott, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Mannspirnen vorfindet. Ein kleiner Zusammenstoß. Fill in den Himmel mir. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, okay. Aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Okay, dann dock mal an. Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Fast geschafft. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Okay. Das ist ja ordentliche Ballett hier. Oh, hallo. Jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Okay, was wir machen hier? So ist es gut. Springen. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des den Raum kenne ich. Also der Raum aus dem ersten Teil. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Damals lief die Zeit ab, dann kommt man raus. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Ah, okay. Da kann man sich doch mal sehen. Portale. Ah, guck mal, geht's durch. Okay. Das ist echt. Das ist genau das alte Dings hier, wo ich. Also, das alte Level von früher ist genau das. Situation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Perfekt. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Okay. Ah, guck mal, genau hier. Ja, genauso wie früher. Also, im ersten Teil war es auch so aufgebaut. Okay. Gut, im ersten Teil war es auch so aufgebaut. Genau das Gleiche. So, man wacht so auf und die quatscht einen voll. Damals war es, glaube ich, eine weibliche Stimme, aber jetzt ist es eine männliche. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrinnt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Was? Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Na komm, wir können den Knopf drücken hier. Das Portal. Warte, muss ich auch irgendwann. Da ist es. Okay, da ist ein Würfel. Den müssen wir mit rausnehmen hier. Da muss der Würfel hin.
Kann ich die Scheibe kaputt machen hier? Nee. Da ist noch ein Knopf, okay. Okay, hier, der war das nicht. Dann muss es der Raum sein da, ne? Mit Knopf. Ja. Okay. Gut, stimmt auf. Jetzt hat er irgendwas aufgemacht hier. Jetzt können wir doch... Jetzt gehen wir da rein. Oder? Ich glaube, so ist richtig. Gut. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Na toll. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperstabzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Aha. Könnt ihr bei Steam mal nachgucken. Ich glaube, das ist immer noch mit das bestbewerteste Spiel bei Steam. Das ist schon ganz schön krank eigentlich. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Aber ist auch einfach nur lustig. Der Humor ist auch einfach unübertroffen, auch schon beim ersten Teil. Na bitte, geschafft! Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Da lag aber vielleicht eine. Hallo? Ja. Nee. Außerdem lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Da ist sie. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich, wenn du nicht tot bist. So, ich gehe hier hoch. Keiner da? Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Okay, das klingt irgendwie nicht beruhigend. Achso, warte. Hier kommen wir raus. Müssen wir da oben hin? Also machen wir. So, dann gehen wir hier durch, ne? Gut, schon die Ecke, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Ah, das ist ja nett von denen. Muss ich um nichts kümmern hier. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. So, brauchen wir mal einen Würfel. So. Das ist jetzt nicht so schwierig. Sieht schon wieder anders aus. Okay, warte mal. Den brauchen wir da hinten. Ah, war da hinten die. Wo ist er hingefallen? Da ist er. So, hier drauf. So, jetzt wollen wir den anderen noch. Und den können wir doch kriegen, wenn wir... Können wir da reinhopsen? War das nicht so?
Ich dachte, ich komme, ich kann direkt darüber springen, aber das kann man gar nicht. Okay. Nee. Das muss dann so gemacht werden, ne? Ah, warte mal. Warte mal, kurz. Hier durchgehen, dann kann man nicht da hinten. So. Bäm. Hier oben rauf. Zack. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Okay, jetzt kann ich hier reingehen, okay. Hm. Ja, verkehrt. Warte mal kurz. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich muss... bin hier. Und ich muss... das hier irgendwie, da irgendwie hin, ne? Da falle ich aber nur auf das, auf die eine Glas-Dings. Ach, warte mal. So. Reicht ja schon. Warum soll ich mir da was weitermachen? Geht ja in diese Richtung. Super! So, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich sofort. Dankeschön. Wird das Enrichment Center mit Feuerwellen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Okay. Wir sind draußen. Da ist Knopf. Ah, guck mal. Okay, wir brauchen noch einen Würfel. Muss ich was drücken? Was ist das? Okay, warte. Klar. Du hast da stehen geblieben, ne? Perfekt. Kann ich noch springen? Ja, okay, das geht auch noch. Sehr gut. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Na super, danke. Das lohnt sich ja dann richtig für mich. Ist schon lustig, ne, was er so erzählt. Also, ja, ein bisschen lachen zwischendurch. Okay. Ist relativ flott, das Spiel. Ich meine, es muss auch nicht viel Daten laden hier, aber trotzdem, es läuft wirklich richtig gut. Bei diesem Test gehen die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihm Gott. Okay. So, da haben wir aufgemacht. Da sind wir reingekommen. Da ist ein Würfel. Kann ich aber nicht durchschießen, ne? Das geht nicht. Aha, okay. Hinein! Super, aber ich habe immer noch keine... Warte mal. Nein! Das war ein bisschen dumm.
Okay, warte. So. Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Okay, also, wo sind wir hier? Da ist ein Loch. Okay, da geht das nicht. Da geht's aber, ne? Ja, okay. Da auch. Okay, versuchen wir unser Glück. Gut, so geht's auch. Wir müssen natürlich irgendwie da drüben hinkommen. Warte, jetzt kann ich bestimmt von da dahin springen, irgendwie. Wow! Okay, nicht ganz. Noch ein höher. Vielleicht von da. Oh, das war dumm. Okay, das ist aber jetzt von hier vielleicht. Pass auf. Flieg! Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Ja, danke schön. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Zu Ihrem primitiven Stamm zurück, vor allen Dingen. Unterhält mich gut, der Mann. Der unterhält mich gut. Okay. Aperture Laboratories. Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Hey, Kuckuck, ich bin hier oben. Moin. Hey, super, du hast die Portalkanone gefunden. Ja. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so, gut gemacht. Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und wir treffen uns am anderen Ende des Raums. Hi. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Auf drei. Bereit? Eins. Mhm. Zwei. Drei! Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also, okay. Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also, diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Fang mich auf! Au. Oh. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Super, besten Dank. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Ach der, okay. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Alter. So? Okay, dreh dich wieder um. Ah, okay. Geheimtür. Die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Heb mich hoch und dann raus hier. Achso, ja, warte, ich nehme mit. Kannst du mich hochheben? Und los geht's. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Hallo? Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, okay. Weiter. Hallo? Hallo? Okay. Jetzt geht das ganze Spiel in eine andere Schiene.
Naja, wir müssen ja auf jeden Fall noch eine Erweiterung für unser Portal bekommen, denn wir können nachher auch noch die orangenen Portale schießen. Zumindest im ersten Teil konnten wir das. Denke ich mal, kann man es im zweiten Teil ja wahrscheinlich auch. Macht zumindest Sinn. Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Achso. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Oh. Lebt sie noch? Das ist im ersten Ganz Teil. Ganz ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, sie ist aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Ja, völlig durchgeknallt. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Ich weiß. Ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, das ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. Spring! Obwohl, das ist doch ganz schön weit, oder? Okay, weißt du was? Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. Okay. Ach, aber weiß, ob sie wirklich tot ist. Am besten nicht nach unten sehen. Ah, schon wieder runtergesehen. Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht, okay? Und sonst nichts anfassen. Also, fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und Alter, fass ja nichts an. Und schau 3 Millionen an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Die sind 3 Millionen Schalter. Siehst du das irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an und ich mach das Licht an. Was macht denn? Es werde Licht, so sprache Gott. Alter! Gott zitiert. Wie viele Schalter sind denn das? Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay, ganz ruhig, alles paletti. Ich hab's, Er schaltet alle Schalter hoch. Oh oh. Power-up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Es gibt ein Passwort, das kann ich hacken. Kein Problem, wollen mal sehen. Sie baut sich langsam zusammen. Nein, gut. C. Nein, warte, hatte ich B schon? Schreib das mal auf. Power-up abgeschlossen. Na schön, neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Hallo? Oh, du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Was? Oh nein, 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 nein. Oh nein, nein, nein. Die Portalwaffe. Nein, nein. Ja. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leidtun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe, du Monster. Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Geil. Also wirklich, das war ein cooler Start. Du Monster. Oh. Aber ich habe meine Waffe fallen gelassen, habe ich gesehen. Also mein Portal, meine Gun. Alter. Da wären wir, die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Ja, super, ja. Ja, durchlaufen. Da liegt doch ein Gerät, oder? Da ist sie. Warte. Da. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich.
Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. So, hier rauskommen. Lass mich das für dich holen. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Wichtig ist, dass du zurück bist, bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen, bis an dein Lebensende. Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Wow. Das ist mal cool. Also, falls ihr den ersten Teil nicht kennt, spielt den auf jeden Fall. Ich glaube, das ganze Ding gibt es gerade für 20 Euro bei Switch. Also den ersten und zweiten Teil zusammen. Aber ja, den ersten Teil werde ich jetzt nicht spielen mit euch. Das macht ja aber auch nichts. Gut. Verzeih das Chaos. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Okay. Gut. Gut, das machen wir alles und zwar aber erst beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch ein Like da oder ein Abo oder schreibt was dazu. Bis dahin. Tschüss.